Hallo und liebe Grüße aus Dinkelsbühl. Ihr seht schon, worum es eigentlich geht. Tournee ist unser heutiges Thema. Wir sind neuer Vertragshändler von Tournee. Und somit möchte ich euch auch hier unseren ersten Tournee in der Ausstellung vorstellen. Ein wunderschönes Fahrzeug. Tolle Innenausstattung, aber ich gehe jetzt mal raus. Wir fangen erst mal außen an, würde ich sagen. Einfach mal ums Auto rumlaufen. Dieser Tournee ist jetzt gerade hier in Weiß. Ich finde ihn unheimlich schick. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit man vielleicht ein bisschen mehr sieht. In der Ausstellung immer nicht ganz so einfach. Hier mal von vorn. Wunderschöne Schnauze mit dem Tournee-Emblem als auf dem Kühler. Auf der Motorhaube. Wunderschön verarbeitet. Wirklich ein tolles Fahrzeug. Wir haben hier einige Features, wo ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise ich euch aufmerksam machen möchte. Hier fangen wir gleich mal an von außen. Eine Gas-Außensteckdose. Hier kann man wunderbar seinen Grill anstecken mit einem extra separaten Ventil. Man macht einfach die rote Kappe runter, steckt den Gasschlauch ein, dreht auf und schon habe ich meine Gasmöglichkeit, also einen Gasgrill, bereit zum Grillen. Hier haben wir die Wasserauffüllstation, kann man einfach aufspannen, Schlauch reinhalten, den Wassertank befüllen. Auch sehr positiv. Schön übereinander angeordnet mit schöne Klappdeckel. Natürlich mit Magnetverschlüsse, finde ich auch ganz toll. Also die haben nicht mehr diese typischen Einraster, sondern funktionieren mit Magnet. Somit brechen diese Nasen immer ab und halten auch sehr gut. Also finde ich richtig klasse. Wenn wir jetzt mal weiter hier außen rum gehen, dann gucken wir einfach mal von hinten in das Auto rein. Also richtig schick. Mit zwei Leselampen, die sich natürlich verstellen lassen. Dann hier oben auch gleich nochmal Steckdosen und Schalter verbaut für die Beleuchtung. Wenn wir hier rumgehen, auch nochmal schönes Blaulicht und Ambientebeleuchtung, was uns auch sofort auffällt. Zwei Lautsprecher verbaut zum Musik hören oder die man auch via Bluetooth am Fernseher andocken kann. Und dann kann man hier auch sein Fernseher dementsprechend über die Lautsprecher hören. Auch wunderschön, der Topper, der immer dabei ist für richtig schönes Liegen, die Matratzen geteilt natürlich, damit man hier die ganze Mittelkonsole hochklappen kann und hier oben nochmal einhängen kann. Hier sieht man die zwei Verschlüsse, wo man es einhängt. Dann hat man den Vorteil, dass man hier natürlich richtig gut durchladen, beladen kann. Hier hinten noch ein Holzschott, wo man nach links reinschieben kann. Und somit durchladen, aber auch eben sicherungstechnisch herausziehen kann, damit nichts durchrutscht. Teppiche passend zum Fahrzeug. Dann haben wir hier eine serienmäßige Anhängerkupplung. Auch die ist immer serienmäßig verbaut. Jetzt hier bei uns in der Ausstellung noch nicht montiert. Muss man noch mit vier Schrauben fixieren. Was ich auch ganz toll finde, ist hier oben der Griff. Von der Bettvariante, wenn man im Bett liegt, kann man ohne Probleme hier oben aufmachen, damit man die schöne Luft schnuppern kann. Früh am Morgen die aufgehende Sonne genießen. Jetzt gehen wir mal hin, das Fahrzeug. Da habe ich nämlich auch eine kleine Besonderheit. Wir haben hier, natürlich, das kennt jeder, die Klappe für die Toilette. Aber auch diese ist magnetisch. Zack und hält. Und in dieser Klappe befindet sich nicht nur die Toilettenkassette, sondern auch der Anschluss für die Außendusche und auch hier ein kleiner Kippschalter fürs Ablassen vom Grauwasser. Finde ich ganz toll. Man fährt einfach über den Entsorgungsschacht, läuft ums Fahrzeug, bedient den Kippschalter und schon geht's los und das Abwasser geht raus. Ganz tolle Sache. Dann haben wir weitergehend hier hinten noch die Gasflasche verstaut. Die haben wir hier drin.
in den kleinen Kasten. Ich mache jetzt da nicht ganz auf, oder doch, ich mache doch auf. Hier sind nur ein paar Verpackungsgeschichten verstaut jetzt gerade. Hier oben aber sehen wir schon den Gasanschluss. Hier passt eine 11-Kilo-Flasche rein. Wir brauchen auch nur eine 11-Kilo-Flasche. Die reicht wahrscheinlich sehr weit, weil wir hier installiert haben eine Dieselheizung. Keine Gastrohmer oder sonstige Geschichten, sondern Dieselheizung. Genauso wie hier ein Kompressorkühlschrank verbaut ist. Das heißt, der läuft ausschließlich mit Strom. Auch sehr von Vorteil. Bezüglich der Kälte, weil wir wissen ja alle, ab Sauberkühlschränke, wenn wir die im Sommer aufdrehen, ist der Wirkungsgrad nicht immer ganz so toll. Am Anfang sicherlich noch gut, aber später mal, wenn er älter wird, lassen die Wirkungsgrade dahingehend nach. Natürlich, was auch nicht fehlen darf, die elektrische Trittstufe, ganz klar, ist natürlich dabei. So, dann gehen wir mal ins Innere des Fahrzeuges, was wir hier alle sehen. Gehen wir erst einmal auf die Details ein, auf die Elektrik bzw. Technik. Hier haben wir gleich das Kontrollpanel, wo wir entsprechend alles einschalten können. Ein aus 12 Volt, die Wasserpumpe einschalten können, die Stromversorgung prüfen können und so weiter. Von Aufbaubatterie bis Starterbatterie können wir jeweils checken. Hier haben wir das Schaltpanel für die Webasto Dieselheizung. Das heißt, ist eine Dieselluftheizung verbaut. Wenn wir jetzt auf die andere Seite schwenken, dann haben wir hier die Angabe von unserem Solarpanel, weil das Auto ist auch schon von der Technik her ausgerüstet, spezifisch mit Solaranlage. Hier können wir immer eindeutig sehen, wie viel Ampere das da reinfließen, was für Spannung das wir gerade haben. Hier innen drin, wenn wir aufmachen, sitzt der Solar-MPPT-Regler, genauso wie hier hinten der Wechselrichter sitzt, weil das Fahrzeug hat auch einen 600 Watt Wechselrichter verbaut. Und hier oben haben wir noch eine Besonderheit. Hier haben wir nämlich noch eine Fußbodenheizung verbaut. Ganz tolle Geschichte, Fußbodenheizung, Flow Heating. Macht unten, die braucht dann nicht viel Strom, 60 Watt. Macht aber von unten so richtig mollig warm. Und auch ist der Abwassertank natürlich isoliert und beheizt. Hier sehen wir das Ceran, also Ceran-Kochfeld, Quatsch natürlich, das Kochfeld mit zwei Flammen. Auch hier haben wir eine Besonderheit, das Ganze kommt natürlich aus dem Schiffsbau, haben wir hier einen Ablauf, der am Grauwassertank angeschlossen ist. Wenn ihr mal Wasser überkocht oder sonstiges, läuft das alles gleich hier rein, richtig toll gemacht. Ja, Spüle, Einhebelmischer zum Klappen, ganz klar. Auch ein kleines, tolles Feature beim Tournee sind diese kleinen Schubkästen hier. Die sind alle mit einem Magneten hier versehen. Das heißt, die sitzen auch richtig fest. Kleine Fächle, wo man alles Mögliche reintun kann. Also richtig schick gemacht. Kann man richtig rauskippen. Die sitzen aber richtig fest. Also da klappert auch nichts beim Autofahren. Das ist richtig toll. Richtig schöne Schränke mit viel Stauraum, hier euer Reling, damit nichts runterrutschen kann. Also richtig toll gemacht, richtig wertig. Hier haben wir nochmal die Steckdosen, genau, 220 Volt. Kompressorkühlschrank, vorhin schon kurz angesprochen, mit einem relativ großen Gefrierfach, wo man auch mal gut Eiswürfel oder Eis verstauen kann, dementsprechend. Also finde ich wirklich ganz praktisch. Dann haben wir hier unten, das ist auch so eine kleine Besonderheit, je nachdem, was man möchte, einen Schrank mit Kleiderstange. Jetzt wundert ihr euch, warum sind hier Einlegeböden drin? Ganz einfach, man kann den natürlich als beides nutzen und die Einlegeböden einfach nach unten zusammenstapeln. Und schon habe ich einen Kleiderschrank, wo ich hängen kann. Genauso habe ich natürlich in der Nasszelle auch noch eine Kleiderstange hier oben verbaut, weil auch diese kann man dementsprechend nutzen zum Jacken abhängen, zum Auftrocknen oder wie auch immer. Finde ich ganz praktisch, weil wenn man aus dem Regen kommt, dann ist die Nasszelle natürlich prädestiniert dafür, dass man hier Sachen zum Trocknen reinhängen.
Die Nasszelle als solches ist auch eine wirkliche Nasszelle, also richtig toll verbaut. Hier unten haben wir noch eine kleine gelochte Platte drin, damit man sauber steht, wenn man sich hier wäscht. Toilette kennen wir, Tedford, alles gut. Dann haben wir hier aber noch einen richtig schönen Schrank, wo man alle möglichen Accessoires unterbringt. Auch wieder mit der Reling, damit nichts rausfällt. Spiegel, hallo. Und hier noch ein paar Kleiderhäken verbaut, wo man Handtücher und so weiter hinhängen kann. Auch hier unten dementsprechend noch ein paar Handhäken. Natürlich, was nicht fehlen darf, unser Solbio für die Toilette. Schönes Waschbecken, echte Nasszelle. Das heißt auch, dass wenn das Holz nass wird, das macht alles nichts aus. Einfach Lappen nehmen, trocken wischen, überhaupt kein Problem. Hier unten alles schön sauber verarbeitet, schön abgedichtet. Also schaut richtig klasse aus. Auch ganz toll an dem Fahrzeug finde ich persönlich, dass wir hier eine Schiebetür haben und keine Tür, die man aufmacht, weil die immer im Raum steht und somit immer im Weg ist. Die Schiebetür ist hier mit einem Magnetband gut gesichert. Wenn man die zumacht, klack, und dann ist die auch richtig fest. Hier wackelt auch nichts vom Fahrgeräusch her. Und wieder aufmacht, die ist sehr leichtläufig, also passiert überhaupt gar nichts. Also richtig schick. Jo, dann haben wir hier noch genügend Stauräume. Ein Schubkasten im Schubsystem. Auch hier auf der anderen Seite noch, wo man verstauen kann. Klar, hier ist der Gasregler, der Gasabsperrhahn fürs Kochfeld. Dann haben wir noch eine Warmwasser-Gasheizung, die unterm Auto verbaut ist beim Tournee. Dann haben wir hier noch eine kleine Stauklappe für Schuhe. Richtig schick gemacht, wo man die Schuhe reinstellen kann. Perfekt. Und hier haben wir auch noch mal eine kleine Besonderheit, eine Klappe, wo einzelne Böden so drin sind, so Brettle, die man einmal nimmt zur Tischverlängerung, beziehungsweise auch nimmt, weil wir hier die komplette Dinette zum Doppelbett umbauen können, zum Bett umfunktionieren können, indem man Tisch einfach runter macht. Sieht man ja hier den Knickfuß unten einhängt und dann kann man das hier alles zum Bett machen. Richtig toll, also im Prinzip 4 Schlafmöglichkeiten. Richtig schick. Hier oben nochmal einen großen Stauraum, da sind noch die zusätzlichen Polster jetzt gerade drin, wo wir noch brauchen für diese Umbaumaßnahme. Hier haben wir auch nochmal die Leselampen, wo wir hinten schon gesehen haben, die einzeln verstellbar sind, wenn man hier sitzt. Also finde ich richtig toll. Auch ganz schick. Man sitzt da sehr gut in den Polstern, wohl ausgeformt. Während dem Fahren hat man da einen richtig tollen Halt. Auch sehr bequem, wenn man abends drin sitzt. Jetzt mache ich hier mal den Teppich weg, weil hier haben wir nämlich auch nochmal eine Besonderheit, wenn wir hier aufmachen. Brauchen wir zu 2 Möglichkeiten, können wir die nutzen. Einmal kann ich das nutzen, dass ich einen Hocker zusätzlich habe, wo ich drauf sitzen kann. Und zum Zweiten kann ich hier auch nochmal, oder brauche ich das auch, wenn ich das Bett hier vorne bauen möchte. Machen wir es wieder zurück. Dann haben wir noch eine Besonderheit vorne im Fahrzeug. Die Fahrzeuge von Tournee werden immer automatisch mit einer Klimaautomatik ausgeliefert. In dem Fall handelt es sich um einen 165 PS Motor Peugeot. Also richtig tolles Auto. Macht richtig Spaß. Also ich bin dann selber schon gefahren. Also da kommt auch richtiger Bums rum. Das macht wirklich richtig Laune. Also die Innenausstattung begeistert mich. Die Qualität, die Spaltmaße von den Türen, alles top. Super verbaut, indirekte Kuschelbeleuchtung, also super schönes Fenster, super schönes Fahrzeug. Hier haben wir auch tolle Fenster verbaut, passen super gut zum Fahrzeug, die Rahmenfenster, richtig schick. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Auch hinten haben wir nochmal einen großen Stauraum über dem Bett, auch hier nochmal die Kleiderhäken, hier sehen wir es außen an der Nasszelle dran. Überall Häkchen verbaut zum Sachen aufhängen, damit man es richtig kuschelig machen kann in dem schönen Fahrzeug. Technische Angaben nochmal, auch eine zweite Aufbaubatterie ist möglich. Hier schon verbaut, Solaranlage verbaut, Wechselrichter verbaut, Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank. Also das Ding ist richtig
Ja, schon fast richtig autark. Wir haben einen großen Wassertank, wo man auch richtig 3-4 Tage stehen kann, ohne große Probleme, ohne große Anbindung an irgendwelchen Netzen. Es funktioniert, macht richtig Spaß. Ein toller kleiner Van, 6 Meter lang, kann man überall rumkutschieren, als Alltagsfahrzeug super gut geeignet. Ja, macht Spaß. Wenn ihr den mal in Original anschauen wollt, könnt ihr gern vorbeikommen. Wir haben dann hier in der Ausstellung stehen und wir kriegen auch im Februar noch einen zweiten und im März hoffe ich glaube auch noch einen dritten und dann starten wir richtig durch mit der Marketournee. Wir werden auch einen in die Vermietung nehmen, weil die Autos echt klasse sind. Mit Markise auch serienmäßig, habe ich noch vergessen, genau. Außen auch die Beleuchtung dran, also richtig tolles Fahrzeug. Ja, ich hoffe, es hat euch interessiert oder es interessiert euch einigermaßen. Es hat euch gefallen, das Video hat euch gefallen. Wir werden jetzt versuchen, öfter mal ein Video durchzuschalten und immer wieder mal Neuheiten, Besonderheiten von unserer kleinen Ausstellung hier und von der Werkstatt loszuwerden und euch mitzuteilen. Verzeiht, wenn es nicht ganz so perfekt ist, die Videos. Wir machen das auch nicht berufstechnisch, also das ist einfach nur hobbytechnisch, die Videos zu machen. Bloß wir wollen euch einfach immer wieder auf dem Laufenden halten, damit man auch weiß, worum es geht und was wir alles so machen, was ich ganz wichtig finde und wo ihr auch ab und zu mal vorbeikommen könnt. Gern auch nur auf eine Tasse Kaffee, auf einen Talk, überhaupt kein Problem. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Tschüss.